Ja? Hallo, Herr Steiner. Schön, Sie kennenzulernen. Freut mich auch. Haben Sie gut hergefunden? Ja. Hat alles gepasst? Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, lassen wir uns auch gleich alles weitere besprechen. Also vorab schon mal optisch wirklich granatenmäßig. Wie Sie ja wissen, bin ich der Sohn von dem Herrn Steiner. Und der legt wirklich sehr viel Wert darauf, dass die Mitarbeiterinnen auch optisch das Unternehmen nach außen gut präsentieren. Okay, das ist sehr lieb. Dankeschön. Tja, dann erzählen Sie mir doch mal ein wenig über sich. Welche beruflichen Erfahrungen haben Sie? Noch keine. Ich bin jetzt mit meinem Abi fertig und ich bin etwas, hab Urlaub gemacht ein Jahr lang und habe mir gedacht, dass ich jetzt endlich mal einen Beruf anfangen möchte. Ja, meine Güte. Also, ja, dann haben Sie im Prinzip gar keine Erfahrung. Das habe ich jetzt mal so verstanden. Ja, schauen Sie, hier habe ich ein paar Arbeitsanweisungen für Sie. Wenn Sie sich im Prinzip die Workflows einfach durchlesen, dann haben Sie schon so in etwa einen ganz guten Kenntnisstand über Ihre zukünftigen Aufgaben. Genau. Sehen Sie. Das zum Beispiel sollten Sie sich ganz genau durchlesen. Das ist jetzt für die Buchhaltung vor allem wichtig, damit Sie hier nichts durcheinander bringen und die Geschäftsvorfälle auch wirklich den entsprechenden Vorfällen zugeordnet werden. Okay. Genau. Sie sind ja, Sie fangen ja sofort augenblicklich an. Also ich würde. Lesen Sie diese Mappe sehr gründlich, denn der Herr Steiner wird Sie vielleicht daraufhin kontrollieren. Und ich möchte natürlich, dass Sie einen guten Start haben in Ihren Berufsalltag bei uns. Ja, ich habe eine sehr gute Auffassungsgabe, Herr Steiner. Es dürfte kein Problem sein. Davon bin ich überzeugt, dass Sie uns bereichern werden mit Ihrer Leistung. Aber Sie sind doch wahrscheinlich öfter hier als Ansprechpartner, oder? Um, um,